So, heute zeige ich mal, warum Brantly aus meiner Sicht viel besser ist als Bitly. Da müssen die nachholen. Also beide Unternehmen, ob es hier Rebrantly ist, die sitzen in Dublin, oder hier der Amerikaner, die machen, bieten den Service der Verkürzung von Webadressen an, also von sogenannten URLs. So, jetzt will ich mal zeigen, was ich so cool bei Rebrantly finde. Schauen wir das mal an. Ich bin jetzt mal hier angemeldet. Moment. Ja, und ich habe hier die Links verkürzt. Was super wichtig ist, man kann eigene Domains einbinden lassen. Ja, ich habe hier praxistipp.ch. Wenn die Domain keine Webseitenzuordnung hat, also wenn ihr die erstmal nur gekauft habt, aber noch nicht irgendwie eine Webseitenzuordnung habt, kann man die hier bei Rebrantly verwenden. Das heißt, ihr kauft euch irgendwo eine Domain, hanswurst.de oder was weiß ich, elektroschrott.de, und dann könnt ihr die hier verwenden. Einzige Voraussetzung ist, ich zeige das mal hier, ihr müsst eurem Provider, wo ihr diesen Namen eingekauft habt oder wo ihr es verwendet, müsst ihr sagen, dass der Name-Server-Eintrag auf diese IP gemacht wird. Ja? Da seid ihr in der Pflicht, auf die 52 72 49 79. Ja? Aber wenn das dann gemacht ist, könnt ihr die sofort verwenden. Und was auch extrem cool ist, ja, ich zeige das mal hier. Die Domains oder die Links, die ihr da anlegt, Moment, das sind ja hier die. Die haben alle ein SSL-Zertifikat. Das heißt, wenn euer Kunde da draufklickt, kriegt er keine Fehlermeldung, dass die Seite unsicher ist. Also auch schon, und das ist in dem Gratis-Paket enthalten. Hier oben hat man dann so Visit-URL und so weiter, Copy und so weiter. Man kann also direkt hier hingehen oder auch zum Beispiel Sharing machen. Das ist richtig cool gemacht. Dann geht man hier drauf, View URL, und ihr seht, das ist jetzt so eine Kirchenbank. Das führt da sofort ohne einen Fehler hin. Und ihr seht hier oben an diesem Schloss hier, dass das secure ist. Jetzt zeige ich das mal am anderen Beispiel, warum die URL-Shortener so wichtig sind. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, das ist ein Affiliate-Link von eBay. Der ist natürlich riesenlang. Guckt euch mal den Öschi an. Das ist. Also der passt gar nicht auf die Seite drauf, so groß ist der. Moment. Durch das Ding mal an. Ja, das kann ja keiner, kann man ja wirklich nicht verwenden, wenn man irgendwie Rezensionen schreibt oder so. Also völlig unleserlich. Und deswegen gibt es ja diese Shortener, dieser Verkürzer. Okay, wenn ich jetzt da drauf gehe, kann man auch sofort wieder View URL machen. Dann geht er sofort auf diese eBay-Seite, wo diese Telefone angeboten sind. Das sollte klar sein, dass das total wichtig ist. Wenn wir jetzt mal nochmal auf die, das sind hier die Seiten, das ist rebrantly.com und das andere ist bit.ly.com. Die zweite Sache ist, gucken wir uns mal das Pricing an, wie die ihr Preismodell gestalten. Rebrantly, jetzt gucken wir uns das mal an. Die haben fünf Domain-Name hier, also die ihr frei wählen könnt. Könnt ihr verwenden, frei, mit SSL-Zertifikat. Anzahl der Branded Links, die ihr mit dem freien Paket machen könnt, 500. Guckt euch das mal an. Und dann hier dieses Preismodell Starter, das haben die offensichtlich in Konkurrenz von dem von Bitly entworfen. Die bieten aber einfach viel mehr. Ich zeige das nochmal. Vergleichen wir das mal mit Rebrantly. Ja, und ich gehe jetzt nur mal auf das freie Modell ein, okay? Hier, kostet zwar auch nichts, aber ist total intransparent. Erstens mal kann man da keine eigenen Domains verwenden, was ein Muss ist. Und man hat auch nur 50 Links im Gegensatz zu 500 wie bei Rebrantly. Ach, jetzt gehe ich doch mal ein bisschen auf das Paket ein. Bei diesem 29-Dollar-Paket hier, ja, kriegt ihr nur eine einzige freie Domain. Und ihr müsst noch 29 Dollar jeden Monat bezahlen. Ja, das ist total, ja,
Also Bitly ist halt der Platzhirsch. Die denken wohl, die können sich alles erlauben. Aber dieses junge Unternehmen aus Dublin, die wird denen richtig Probleme machen. Ja. Gut, da sollte klar sein, dass das einfach überlegen ist. Ein letzter Punkt, warum ich einfach Liberty vorziehe, beziehungsweise ich gehe nochmal auf Bitly ein, warum Bitly jetzt nicht so geil ist. Und wo haben wir es? Bitly Link Management, da haben wir es ja. So, ja, wenn ihr euch das nochmal hier anguckt, habe ich auch so einen riesigen Link verkürzt. Aber hier, ihr habt im freien Paket halt nur diese bit.ly und dann könnt ihr frei formulieren. Und auch die freien Formulierungen sind schon oft vergriffen, weil halt unheimlich viele Leute dieses Gratis-Feature nutzen. Und diese bit.ly Domain, die wird total von total vielen gesperrt. Ich glaube von Facebook und was weiß ich. Sobald da dieser so ein Linkverkürzer von Bitly drin ist, dann wird das einfach als Spam erkannt und dann könnt ihr damit nicht posten. Also deswegen muss eine eigene Domain sein. Alles andere ist Kokolores. Und last but not least, schauen wir mal hier. Hier hatte ich einen Supportfall. Wenn ich hier oben gucke, das war, habe ich um 3:58 UTC steht da drin, das ist unsere Zeit 17:58. Ja, da habe ich ein Problem gehabt mit dem Zertifikat. Ja. Da war deren Zertifikat nicht richtig implementiert. Das habe ich hier so ein bisschen beschrieben. Und keine 2 Stunden später, hier oben seht ihr das, 19:47 Uhr, also 17:58 Uhr habe ich es losgeschickt und in unter 2 Stunden hatte ich eine Lösung. Hier. Hi there. Thank you for reaching out. This should now be fixed. Da muss ich einfach sagen, dass das Unternehmen in Dublin einfach auch eine gute Leistung bringt. Ja, damit möchte ich mal schließen. Kann ich nur empfehlen bisher. Mach einen guten Job und ja, bis demnächst.